Ja, wir arbeiten mit Produzenten zusammen, die natürlich Strickautomaten haben. Klar, mit Hand wird es nicht gemacht. Es gibt aber auch Möglichkeiten, dass man auch Applikationen auf die Mütze setzt, die auch sogar handgestrickt werden und gehäkelt werden. Ja, gibt es also auch. Je nachdem, was man umsetzen möchte. Textilien, Sonderanfertigungen, Schals, Stickembleme, Webembleme, Rubberpatches als Beispiel, sind alles Waren, die wir in Europa herstellen, aber mit Kleinstauflagen. Das heißt, Sie können zum Beispiel individuelle Strickmützen designen, in Ihren Farben kombiniert. Auch Ihr Design, wenn Sie eins vorgeben, das wir nachbauen könnten oder sowas, können wir machen, ist gar kein Thema. Mindestmenge 30 Stück mit Applikation drauf, ein Stickemblem drauf, eventuell auch ein gewebtes Label oder eine Einstrickung, wenn es möglich ist. 10 Verschlussarten zur freien Verfügung, Full-Cap-Variante, wenn man das wünscht, in dem Sinne, ist überhaupt kein Thema. Haben Sie zum Beispiel jetzt einen Kunden oder jemand, der sagt, ja, die Cap gefällt mir am Standard, aber Verschluss gefällt mir nicht. Hätte ich gern anders, nehmen wir einen anderen. Oder hier die Farbe von dem Streifen vorne. Wenn es jetzt eine andere Farbe wäre, würde ich es vielleicht nehmen. Machen wir so, gar kein Thema. Ja, das Letzte, was ich Ihnen noch gerne anbieten kann. Wir haben hier eine Aktion laufen mit unseren eigenen Designs. Das heißt, hier die mit der Bombe drauf, hier vorne die Mütze, hier mit dem Totenkopf drauf. Da drüben hatten wir nochmal mit dem Schirm. Die hier gehören leider nicht dazu, das sind Kundenmuster, die wir gemacht haben. Hier mit dem Schirm, da mit der Bombe die Longbeanies hier. Hier oben die alle. Baseballcaps, Bestickungen an Positionen, die nur im Rotzuschnitt möglich sind. Ab 30 Stück, 10 Verschlussarten. Das ist alles Osteuropa. Einmal natürlich auch im Endkundenbereich, aber auch wiederum im Wiederverkäuferbereich, die natürlich dann auch, ich sag mal, Aufträge realisieren können, die sie vielleicht so ohne den Optionen abgesagt hätten oder gesagt hätten, da finden wir keinen dafür. Weil wer macht 30 Caps in Sonderanfertigung in der Regel? So gut wie keiner. Wer macht eine Strickmütze so, wie der Kunde sie will? Keiner. Das ist immer nur von der Stange, ein bisschen Logo drauf und das war's. Und wenn was nicht gefällt, kann man es halt hier ändern in dem Fall. Ja, das ist halt einfach der Vorteil. Und halt auch mit kurzen Lieferzeiten und der Kunde kann auch in ein paar Jahren das wieder realisiert bekommen, wenn er das möchte.